Was soll ich sagen? Was soll ich dazu sagen? Wenn ihr wie ich in den letzten 6 Wochen auch ein bisschen übertrieben habt mit den Gartenschoppereien, dann interessiert euch bestimmt auch dieses Video. Und zwar, weil ich mit euch eine meiner Darlehenbestellungen durchgehen und euch zeigen, was aus meinen Darlehen des letzten Jahres geworden ist, wie ich sie über den Winter gebracht habe. Und ich möchte euch auch daran teilhaben lassen, wie ich sie teile. Ich habe hier endlich ein Paketchen bekommen, was so ein bisschen den Sommer einläuten wird. Und zwar ein paar Dahlien, ich glaube 7 von über 40, die ich bestellt habe. Und zwar ist das Paket von gartenzauber.com und ich wollte euch beim Unboxing teilhaben lassen. So, und in diesem Paketchen, wenn ein Paket schon so aussieht, ne? Kann man nur schön gucken. So, schauen wir. Erstmal vom Programm. Dahlien Glück, das kleine 1x1. Gartenzauber. Richtig süß. So, und das ist eigentlich zum einen so ein bisschen der Umschlag für den ganzen Papierkram. Und hier stehen tatsächlich einige Tipps zur Pflanzzeit, Lagerung, Gießen und so weiter. Oh. Haben wir Bock? Also ich habe verdammt Bock. Dahlien sind ja echt irgendwie schon ziemlich die geilsten Pflanzen, die man so im Garten ohne Probleme anbauen kann. Ne? Was dabei rauskommt innerhalb eines Jahres, ist so heftig. Oh, ein Blöckchen. Mit der süßen Schubkarre. So, rein damit. Und jetzt geht's um diese... Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, welche Dahlien ich mir gegönnt habe. Also ich muss sagen, die Bestellung ist relativ klein gewesen, weil die Riesenbestellung mit den 40 Stück, die habe ich schon in der Silvesternacht, andere Geschichte, bestellt bei einem anderen Lieferanten. Und das hier waren jetzt nur noch die mir gefehlt haben, die der andere nicht angeboten hat, die ich unbedingt haben wollte. Und ich habe versucht, mich zusammenzureißen, ja. Also ich wollte eigentlich nicht so mehr als 35 Euro ausgeben und das habe ich auch geschafft. Ich habe rigoros nochmal welche raussortiert und bin dann bei 7 Stück gelandet. Die Dahlie kostet das Stück 3,90 Euro inklusive 7% Steuer bei Gartenzauber und der Versand für 5,90 Euro. Und was ich hier richtig cool finde, das habe ich schon vorher in den Insta-Stories gesehen, wo jemand anderes Gartenzauber verlinkt hat. Und zwar liefern die ihre Dahlien, Zwiebeln, Knollen, was auch immer, immer direkt schon mit diesen Blütenetiketten. Das heißt, man hat dann, man weiß, was bei rauskommt. Finde ich super cool, ne? Dann kann man das nämlich auch aufheben und dann, sobald man sie dann wieder im Herbst aus dem Boden holt, wieder dran machen. Was man ja halt nie so weiß, wenn man Dahlien bestellt, kriegt man eben nur so ein Tuber oder kriegt man so ein ganzes Geschwulst. So, was ich jetzt aber auch hier sehe, also zum einen... Schauen wir mal, ob ihr das kennt. Hier, da, dies, das. Ich zeige euch das gleich nochmal im Detail. Jedenfalls ist die ein bisschen dröge. Hat auch einige abgeknickte Tuba, wie man hier sieht. Ne, komm, ich zeige euch das jetzt mal richtig, ne? Hier. Die Augen, die fangen schon an zu treiben. Weiter im Text. Und zwar ist das Caramel Antique. Da steht die Wuchshöhe drauf, Blütendurchmesser, Farbe. Cool, cool, cool. So, das ist die erste. So, damit ich hier nicht alles ruiniere. Ich schmeiße meine Kiste auf den Boden.
So, genau. Ich habe nämlich einige weiße bestellt. Hier haben wir Lady Liberty. Ding hübsch. Boah, Blüten. Größe 18 cm im Durchmesser. Das ist ein Trümmer. Ja, und hier haben wir schon wieder. Bisschen schade. Ansonsten wird schon. Kann man halt leider auch nicht abschneiden zum Teil, ne? Dass man die jetzt schon direkt vermehren könnte, weil da ist nichts mehr dran vom Hals und von der Krone der Dahlia. Einfach dran lassen, wenn es in die Erde kommt und gucken. So. Oh. Vielleicht ist so ein Beutel. Was soll ich sagen? Was soll ich dazu sagen? Also, ich vermute, dass das Sweet Natalie ist. Natalie hat dicke Knollen. Sweet Natalie. Und zwar habe ich Sweet Natalie bestellen wollen unbedingt, weil es fällt mir der Name der beiden Damen nicht ein. Das ist ein amerikanischer Account von zwei Schwestern. Ich verlinke ihn. Die empfehlen nämlich Sweet Natalie als Must-Have an den Dahlien für Schnittblumen. Ja, und ich meine, hallo. Sweet ist sie. Ja, also Sweet Natalie mit den großen Knollen. Entschuldigung. White Trophy. Noch eine weiße. Baldalie. Er ist ein kleinerer. Aber die Baldalien, die halten sich ja ewig als Schnittblumen. Von daher sind die eigentlich unverzichtbar. Ja, und hier. Ja. Man sieht ein paar Augen. Ein abgeknickte Tube. Ja, ist nicht so schlimm, nur bei der einen war es heftig. Da waren ja von 4 Stück 3 abgeknickt oder so. Da kommt immer mehr Weiß, ne? Ich habe jetzt nämlich noch hier auch nochmal eine weiße Baldalie. Ryecroft. Jan? Ryecroft Jan? Der Jan? Nehmen wir den Jan. Der sieht eigentlich all ähnlich aus wie hier gerade davor. White Trophy. Ich glaube, hier der hat so ein bisschen mehr Gelb, ne? Sind auch gleicher Durchmesser. Beides Baldalien. Aber die Freunde machen ja immer, was sie wollen. Von daher schauen wir einfach, welche die bessere Blume von beiden ist, ne? Wurzelwerk. So. Noch eine weiße. Sorry. Diese ganzen bunten Farben, die sind alle in der anderen Bestellung. Also da von den 40 Stück, die ich bestellt habe, da sind, glaube ich, nur 2 riesig weiße. Deswegen habe ich jetzt nach weißen Baldalien gezielt auch gesucht, ne? Also die sich lange halten, die klein sind, die man in den Bouquets reinpacken kann und einfach womit man viel arbeiten kann. So, Pompon-Dahlia, Small World. Small World. Die ist winzig. Blütendurchmesser 4 cm. Ja, also die anderen beiden weißen hatten 9 cm, die hat 4 cm. Das ist einfach eine kleine süße Kugel. Auf die bin ich richtig gespannt. Die sieht richtig gut aus. Nur ein bisschen. Da ist richtig was dran. Also im Großen und Ganzen muss ich ja sagen, ich weiß nicht, ob ich das gerade eben schon mal meinte. Was ich ja super finde, es sind nicht nur einzelne Tuber oder so klein geschnittene Geschichten, sondern man kriegt hier bei Gartenzauber wirklich die gesamte Pflanze des jetzt letzten Jahres. Ne? Da hast du hier den Stängel dran. Und das ist eigentlich... kannst nichts falsch machen, die wird auf jeden Fall anwachsen. Und da schadet es eigentlich auch nicht, wenn hier dann wie hier so ein paar Dinger abgeknickt sind. So, und jetzt haben wir hier die letzte Schönheit. Zundert. Mystery Fox. Nochmal eine Baldalie. Ja, ihr wollt sie sehen. In Koralle. 7 cm im Durchmesser. Bam!
Das ist auf jeden Fall mal ins Gesicht, ne? Die anderen waren ja fast alle weiß, bis auf eine so ein bisschen. Aber diesmal richtig ins Gesicht. Ja, die fand ich einfach. Erstens mal ist der Name cool, ne? Und zweitens mal Balldahlia, 7 cm. Pff. Her damit. Her damit. Gut, das waren die 7 schönen Dahlien von Gartenzauber. Ich glaube, es gibt bei denen im Online-Shop immer noch einige zu kaufen. Aber was ihr auf jeden Fall tun solltet, ist euch für den Newsletter bei denen einzuschreiben. Und dann nächstes Jahr, wenn die Dahlien-Saison losgeht, euch direkt das Datum des Verkaufsbeginns im Kalender einzutragen und dann so schnell wie möglich an dem Datum in den Shop zu rasen und zu bestellen. Weil das habe ich nämlich auch so gemacht, weil Dahlien, das ist heiße Ware, ne? Das ist wie die neuesten, was weiß ich. Und wenn man da einen Fuß in die Tür kriegen will, dann sollte man schauen, dass man sich schnell bewegt. Ich glaube, bei mir waren sogar schon welche ausverkauft. Ich wollte unbedingt irgendeine Joey haben. Aber die war schon ausverkauft, weil ich erst um 4 Stunden nach Verkaufsbeginn oder so im Shop war. Ist zu spät, 4 Stunden. Vorbei. So läuft das. So, wo wir bei den Dahlien sind. Letztes Jahr, in meinem ersten Gartenjahr 2021, habe ich 6 Dahlien gepflanzt, genau 6 Stück. Und ein Teil davon war eine Mischung von Pötschke. Ist ja so ziemlich einer der bekanntesten deutschen Gartenversandshops. Und zwar war das eine Mischung, rot-weiße Schmuckdahlienmischung von Pötschke. Und ich fand die alle hübsch. Dachte ich, bestelle ich, war auch ein guter Preis. So, dann hat sich aber herausgestellt, das Tolle ist ja, ein Samen, Dahlien und alles, was du nicht kaufst, fertig im Topf. Du weißt erst, was bei rauskommt, wenn es ja, soweit ist, ne? 4, 5 Monate später. So, und zwar zeige ich euch jetzt aus dem aktuellen Pötschke-Katalog 2022, Frühjahr. Da gibt es nämlich immer noch diese Mischung, wie die eigentlich aussehen sollte. Und zwar hier. Haben wir die Mischung. Und da heißt es, es ist enthalten, ich glaube, genau, Little Tiger, Maldini, Menorca und Catching Fire. So, was bei mir aber enthalten war, war weder diese noch diese, die schon, ich glaube, das ist entweder Menorca, ich glaube, das ist Menorca, genau. Dann war auch noch Edinburgh dabei, in dunklem Purpurrot. Und Maldini war auch enthalten. Nur Maldini ist nix rot. Maldini könnte bei der Telekom anfangen, ja? Maldini ist einfach mal sowas von Hardcore Magentafarben. Pink, das passt überhaupt gar nicht in diese Gruppe rein. Und abgesehen davon, dass diese nicht enthalten ist, ich glaube, es ist Little Tiger. Und diese auch nicht so. Ich muss ja zugeben, statt der hier war eine dabei, die konnte ich nicht identifizieren. Ich habe auch mich ein bisschen dumm und dämlich gegoogelt, weil mich schon interessiert, welche Sorte das ist, die ich da so im Garten habe. Einfach aus Nerdgründen, ne? Mochte ich aber überhaupt nicht. War einfach nicht mein Ding. Außerdem hat die sich in der Vase keine 2,5 Tage gehalten. Und die kicke ich für dieses Jahr auf jeden Fall. Pötschke, keine Ahnung, was das soll. Aber rot-weiß ist nix. Naja, jedenfalls bei Pötschke weißt du nicht, was du kriegst. Ich wollte euch noch kurz zeigen, wie ich die Dahlien gelagert habe. Und zwar hier in unserem alten Gewölbekeller bei circa, ja, 6 bis 10 Grad. Und zwar habe ich einfach die Knollen in so Kunststoffeimer mit Löchern, also Pflanzeimer, gesetzt. Im Ganzen reingelegt. Und hier mit so Pappe abgedeckt. 2, 3 Mal nach denen geguckt im vergangenen Winter, bei Notwendigkeit ein bisschen mit Wasser besprüht. Und das war's. Ach du Kacke. Maldini haben wir hier. Uah. Okay, das war Rotsch. Ja. Uah. Da ist Rott drin. Da
da die jetzt zwar erst da, bin ich mir recht sicher, dass man die hier irgendwo auch durchdrehen kann. Aber wo? Okay, das war vielleicht zu gewalttätig. Aber wir haben hier. Doch, da kommt was dran, bin ich mir sicher. Das nicht, das wird nichts. Das habe ich verkackt. Da ist nichts mehr dran. Naja. Das ist aber ein schweres Gerät hier. Ich bin jetzt rigoros mit der Säge, weil das weiß ich sonst nicht, wie ich mir helfen kann hier. Mann, Mann, Mann. Hilfe! So, und was mache ich jetzt damit? Erstmal hier diesen Scheiß weg. Kali hat sich übrigens bequem gemacht. Katjen! Kali! Und ja, feiner Mann. So, jetzt weiß ich echt nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich werde den Spaß. Oh, guck mal, wie der verwachsen ist hier. Karel, was machen wir? Machen wir mal so? Ich glaube, den werde ich genauso lassen, wie er ist. Ne, komm, das lassen wir noch. So, wie er ist. Und das hier. Manchmal sagen die einem auch selber, wie sie geteilt werden wollen. Also, ich glaube, das ist nicht so verkehrt. Dem bin ich mir nicht so sicher, was der wird. Aber an sich hätten wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Pflanzen. Ah, sagen wir 8. Ich glaube, hier wird nichts. Weiter. Oh, weiter geht's mit Edinburgh. Edinburgh fand ich toll. Sieht jetzt ganz anders aus, die Farbe. Nur, was mir Sorge bereitet, die ist auch schon wieder so super eng. Also, ein Klumpen aus ca. 20 Tubern. Wenn man da reinkommen soll, keine Ahnung. Ich muss das hier da rausmachen. Der fällt schon von alleine ab. Er hat hier oben so ein Knüppelchen. Also ich bin mir nicht so sicher, ob ich den vielleicht behalte, so wie er ist. Hm. Ja, wie gehe ich das an? So, die macht mir Angst. Hau. Guck mal, hier sieht man die Augen. Da wird die austreiben im nächsten Frühling. Also ich frage mich, ob ich das machen kann, dass ich hier oben diesen Teil abschneide und der dann wächst. Vermutlich, ne? Ich versuch's mal. Also, ich werde ihn jetzt hier abschneiden. Absägen. Und gucken, ob das klappt. Aber doch klar, hier sind ja Augen. Also, das ist praktisch eine Mehretage. Ihr seid jetzt wahrscheinlich Zeugen, wie ich mir in den Finger säge. Boah, hier kriegst du gar nichts, ne? Das ist
So kommen wir weiter. So kommen wir weiter. Also ich verstehe, warum man im Internet den Tipp findet, dass man eine kleine Axt benutzen soll. Aber die ist so fest noch, ne? Also hier zeigt sich auch definitiv, es ist eine Top-Entscheidung, die erst im Frühling zu teilen. Oder im späten Winter. Die haben einfach viel weniger Angriffsfläche zum Austrocknen und keine Schnittstellen, Verletzungsstellen, wo sich Bakterien, Pilze, Schimmel einnisten kann. Also das werde ich gar nicht erst anders nochmal versuchen. Das wird immer, ich immer so tun. Blöderweise habe ich meine Lieblingsdahlia aus dem letzten Jahr, nämlich aus ganzem Übereifer, schon im Herbst geteilt, und das ist die einzige, die Probleme nennenswert mit Schimmel hatte. So, jetzt kommt ein bisschen Gewalt hier. Auseinander, habe ich gesagt. Wie wenn so ein Baum gefällt wird oder umstürzt durch den Wind. Jetzt hoffe ich aber, dass das hier nicht zu große Fäulnisstelle wird, wenn ich die jetzt wieder einlagere. Zimt soll helfen. Ich glaube, die stäube ich gleich mit Zimt ein. Und zwar, Zimt wirkt antibakteriell für die Schnittfläche. Dann werde ich da was dran machen. Also theoretisch könnte ich die ja jetzt noch weiter teilen, aber das ist mir irgendwie zu riskant wegen der großen Fläche hier. Hallo. Ah! Wie er sich heranschleicht. Vielleicht teile ich die, bevor ich sie dann selber einpflanze. Kurz davor nochmal. Jetzt habe ich hier immer noch so ein Trümmerfeld. Das genaue Auge. Soll ich mich da genau einmal durchzuspalten? Nein, ich glaube nicht. Aber wie teile ich die weiter? Teilchen. Siehst du, das ist nämlich Anfängerunwissenheit. Ich sehe nur hier die Augen und kann nicht sagen, ob da drunter noch welche entstehen oder ob ich das lieber lasse. So, nicht lang fackeln, ne? Komm, machen wir das hier oben ab. Vielleicht begehe ich gerade auch einen riesen Fehler. Das ist schließlich das erste Mal, dass ich Dahlien teile. Ich habe mir zwar schon zigtausend Videos angeschaut zu dem Thema. Was natürlich auch hilfreich ist, wenn man sich unsicher ist, die dann erstmal ein bisschen antreiben zu lassen. Ne? Deswegen ist es auch einfacher im Frühling, weil sich dann die Augen schon so ein bisschen ausbilden. Ich denke, das waren jetzt genug Eindrücke aus dem Teilungsprozess meiner Dahlien aus dem letzten Jahr. Und jetzt wollte ich euch noch schnell zeigen, welche beiden Dahlien ich noch nicht erwähnt hatte. Und zwar waren das einmal Otto's Thrill, eine sogenannte Dinnerplate-Dahlie, und dann noch hier St. Martin. Sie war mein Favorit von den 6 Dahlien aus dem letzten Jahr, weil sie zum einen sich perfekt für den Schnitt eignet und durch ihre außergewöhnliche Farbgebung einfach genial erscheint. Das war mein Video zum Saisonstart der Dahlien 2022. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne einen Daumen hoch. Und noch besser wäre es natürlich, wenn ihr direkt meinem Account folgt, denn das nächste Video ist schon in Produktion. Macht's gut, ciao, ciao. Let the Dahlia Games begin.